Hola, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Nerdytech Unboxing. Hier heute mit der ganz, ganz günstigen iVapo Schutzhülle für unser iPhone 7 Plus. Gibt es auch fürs iPhone 7 in der netten Farbe Schwarz. Eine Hülle, die, wie gesagt, für gerade einmal 7,99 € verspricht, Rundumschutz zu bieten. Und ob das denn alles wirklich so stimmt, das habe ich mir jetzt vor diesem Video mal ein bisschen angeguckt und wollte euch jetzt hier meine Meinung zu diesem Case mal aufs Auge drücken. Wir gucken einmal, ich nehme das ganze Video ausnahmsweise natürlich nicht mit meinem iPhone 7 Plus, sondern mit meinem iPhone 5C auf. Dementsprechend muss ich mich jetzt erstmal daran gewöhnen, keinen Autofokus zu haben. Hier hinten drauf steht aber alles in Englisch: Trendy Design, Anti-Shock und so weiter, Anti-Scratch. Ja, Perfect Fit und Easy Take. Wir sind gespannt. Und schauen uns einmal ganz kurz die Einzelteile hier an. Na, komm, funktioniert. Das ist also, wie gesagt, die Vorderseite. Ihr seht schon, die klippt gleich hier so oben rein. Wie man das Ganze zusammenbaut, zeige ich euch gleich. Das ist nämlich gar nicht so offensichtlich, wie man denkt. Allerdings kann ich euch hier schon verraten, ihr seht es, irgendwas ist da, glaube ich, bei diesem Screen Protector falsch gelaufen. Oder ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie man das Ganze anbringen soll, ob jetzt hier noch irgendwie so eine Schutzfolie drüber ist. Ich glaube nicht. Mein Plan für die Zukunft wird eher sein, auf diesen Screen Protector hier komplett zu verzichten. Denn diese Streifen, die ihr jetzt hier in der Kamera seht, die sind da tatsächlich auch wirklich drauf. Und dementsprechend muss ich sagen, direkt mal vorneweg, Entschuldigung hier mit dem Licht, das war keine Absicht, ich lege das jetzt mal ab. Dementsprechend grottig, kann man echt nur so sagen, ist auch die Bildqualität, wenn ihr das Handy in der Hülle habt. Hier wiederum, das ist dann alles vollkommen in Ordnung, ist die der untere Teil der Hülle, also das Backcover, hinten drauf mit dem iVapo-Schriftzug. Großes Fenster natürlich für unsere 7 Plus Dualkamera. Fühlt sich soweit ganz gut an, ist jetzt auch nicht mega dick. Buttons sind, naja, der ist gut erreichbar, der Power-Button. Hier Plus und Minus, soweit auch okay. Der Mute-Switch ist allerdings nur, naja, mit einer Klappe davor. Den könnt ihr also nicht, wie zum Beispiel, wie man das früher von Liveproof oder so kannte, bedienen. Jetzt gucke ich mal eben kurz. Ja, ich weiß, alles klar. Und jetzt versuchen wir das Ganze mal zusammenzubauen. Was ihr prinzipiell macht, ist, ihr legt das Ganze hier so rein. Guckt, dass die Anschlüsse passen. Hier muss ich sagen, also so vom Fit her, wie es da reinpasst, das ist wirklich alles okay, ne? Das ist so, passt es jetzt, zack. Hält auch so sogar schon so ein bisschen von alleine. Knöpfe, wir machen mal eben kurz die Tastensperre rein. Halten, hier oben ist das Fenster, weil die wahrscheinlich selber wissen, dass der Screen Protector so schlecht ist, dass man damit lieber nicht die Kamera bedecken sollte, geschweige denn den Lautsprecher oder den Umgebungslichtsensor. Und jetzt quetsche ich das Ganze hier einfach rein. So, da sind wir jetzt wieder mit dem fertigen Produkt. Ihr seht hier so anhand der Ränder, mein Gott, ist das ein bisschen stressig mit der Belichtung von oben. Ihr seht anhand der Ränder, ne, ich finde den optischen Eindruck sogar ehrlich gesagt gar nicht so dramatisch. Nur, naja, dieser Screen Protector, der hier vorne drauf ist. Von der Haptik her ist es sogar noch halbwegs okay. Der Fingerabdrucksensor ist, wie ihr seht, nicht irgendwie blockiert, funktioniert auch 1A. Hier unten ist der Ladeport, auch den können wir so ein bisschen rausklappen. So, zack, da ist er. Die beiden Lautsprecher, von denen ja bekanntlich hier eigentlich nur ein Mikro drin ist, der Rest ist Pseudo, funktionieren noch. Und hier sehen wir, wie angekündigt, einmal den, na komm schon, den Ladeport hinter. Es ist, also so viel kann ich euch gleich vorweg sagen. A, dieses Ding hier, eine ziemlich fummelige Angelegenheit, den überhaupt aufzukriegen. Was mich schon so ein bisschen nervt, da funktioniert es jetzt gerade. So, da sehen wir den Mute-Switch. Und es ist auch meines Erachtens nach definitiv, gerade mit dem Screen Protector, wahrscheinlich keine Hülle, die ihr mehrfach, nur weil ihr jetzt irgendwie so wie ich zum Beispiel einen Job mit Außendienst habt, relativ häufig, am besten täglich, abends nach der Arbeit einfach abnehmen wollt. Ne? Damit das Ding vielleicht ein bisschen schöner aussieht, so wie es ursprünglich gedacht war. Für 8 Euro, ja, einfach nur für den Rundumschutz hier, macht ihr da sicherlich nicht wirklich irgendwas verkehrt. Wie das Ganze nachher aussieht, wenn ich diesen Screen Protector hier rausgeschnitten habe, zeige ich euch gleich nochmal mit einem Foto.
möchte ich mir auf jeden Fall nochmal ein bisschen genauer ansehen, ob es nicht die Hülle im wahrsten Sinne des Wortes sogar ein bisschen aufwertet, könnte ich mir fast denken. Ansonsten soll es aber schon wieder gewesen sein. Naja, sorry, aber eine Kaufempfehlung. Hier seht ihr die Kameraöffnung, das passt soweit alles. Eine Kaufempfehlung, ja, kann ich eventuell ausstellen für die Leute, die wirklich nur ein bisschen Schutz suchen und die genau wie ich meines Erachtens nach bereit sind, dieses Stückchen hier einfach irgendwie ordentlich rauszuschneiden. Ich glaube dann an sich, dieses alles, was jetzt hier quasi schwarz ist, an der Hülle kann man schon ganz gut gebrauchen. Und ganz ehrlich, was soll man für den Preis auch mehr verlangen, wenn man so bedenkt, dass zum Beispiel so ein Liveproof-Case, ich meine, das Handy ist ja schon von alleine mittlerweile wasserdicht, aber dass so ein Liveproof-Case mal eben kurz 60, 70 € kostet, da sind wir also bei dem, naja, sagen wir mal, irgendwas zwischen 5 und teilweise sogar 10-fachen Preis von diesen Dingen hier. Von daher ist es schon ein Kauf wert, nur auch wie immer. Bei unserer neuen Serie hier, Does It Suck oder beziehungsweise gut und günstig, Fragezeichen, muss ich zum Ende des Videos sagen, erwartet nicht zu viel. Ne? Uneingeschränkte Kaufempfehlung sieht anders aus. Wem das Konzept gefällt und wer vor allem auch optisch mit dem, was ihr hier vor euch seht, zufrieden ist, der kann sich das Ding auf jeden Fall anschaffen. Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, wie immer. Und ich sage Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen, solltet ihr es nicht getan haben. Und wir sehen uns beim nächsten Unboxing oder Review hier bei Nerdy Tech. Euer Jens von Nerdy Talk.